Meine lieben Zweitklässler, eine neue Woche, eine neue Batterie an Videos. Ich bin wieder auf dem Weg in die Schule, um noch mal ein bisschen was für euch zu filmen. Ihr habt es ja sicherlich gemerkt, dass es jetzt doch mit dem Fernunterricht noch mal weitergeht und dass ihr immer noch weiter mit Videos machen wollt. Und ich freue mich, dass wir jetzt noch mal ein bisschen, dass ich euch noch mal mit in die Schule nehmen kann. Oh, was haben wir da? Da liegt ja was. Was ist das denn? Befreie Uli. Folge den Zahlen der letzten 1x1-Reihe. Multiplikatora. Oh weh. Das hat sich da schon wieder ausgedacht. Aber das sieht schon mal gut aus, als könnten wir vielleicht Uli wieder zurückgewinnen. Hier unten sind Pfeile drauf. Und da überlege ich gerade, was die zu tun haben könnten. Wir haben die Zweierreihe haben wir schon gemacht, die Achterreihe haben wir auch schon gemacht. Die Siebener ist tatsächlich die letzte Reihe, die wir noch nicht gemacht haben. Das heißt, ich denke, ich muss nach rechts gehen. Dann gucken wir einfach mal, wo es dahin geht. Mensch, ist super spannend, was die sich immer einfallen lässt, nur um uns zu ärgern. Oh, da ist auch schon der nächste Zettel. Guck an. 7 und dann 7 plus 7, 2 mal 7 ist also 14. Es geht weiter, ich muss nach links. Mal gespannt, wann der nächste kommt. Oh, da ist schon was. 14 plus 7 ist 21. Ich muss nicht hier hinter, sondern ich muss hier rein. Hat sogar aufgelassen. Mensch, sowas. Da sagt der Hausmeister doch immer, wir sollen alle Türen zumachen. 21 plus 7, 28. Guck mal hier, das sieht so aus, als müsste ich da Treppen hoch. Hier geht's auch hoch. Das wisst ihr ja, das ist der Lehrergeheimgang. Ihr könnt immer ja schon zwischendurch mir helfen, gerade nachzudenken. Letzte Zahl war 28. 28 plus 7, dann müsste da 35 auf dem nächsten Zettel stehen. Und tut es auch. Guckt euch das an. Das heißt, nach links. Es geht weiter. Oh, hier wird sauber gemacht. Und da hat jemand seinen Computer vergessen. Es geht weiter, es bleibt weiter spannend. 35 plus 7, 42, steht auch drauf, Treppe nach unten. Und da ist auch schon das nächste. Mensch, die hat das gut vorbereitet, wann die wohl hier durch ist. So, wir haben 42 gehabt, 42 plus 7, gleich 7 mal 7, 49. Das heißt, ich muss hier irgendwie um die Ecke. Nicht geradeaus und nicht nach links. Also nicht da rein, sondern um die Ecke. Hätte ich mir auch denken können, ich kann auch einfach nach Zetteln weiter gucken. Also, aber das macht ja nicht so viel Spaß. 49 plus 7 ist nicht 55, nicht 60, sondern 56. Es geht hier in den Gang rein. Das ist aber komisch. Zu den Klos. Oh Gott, die lässt sich immer neuen Sachen einfallen. 56 plus 7, dann sind wir bei 9 mal 7, da sind wir bei 63, zweite Tür. Ich nehme an, das hier ist dann die erste Tür. Und da ist die zweite Tür. Wir gehen rein, oder ist nicht? Doch, da ist was. Jetzt wird's spannend, wir kommen langsam zum Ende. 10 mal 7 ist 70. Aber wieso sind hier... Ah, warte. 1, 2, 3, 4 Klokabinen. Dann nehme ich die 1, 2, 3, das ist die richtige. Nehme ich die dritte Tür. Und mal gucken. Uli! Hi! Boah, cool! Uli, ich habe dich befreit. Wie cool ist das denn? Ja, vielen Dank. Ich bin so froh, wieder bei dir zu sein. Aber was hat hier was geschrieben? Das habe ich auch noch gar nicht gelesen. Du hast zwar Uli befreit, gewonnen, aber hast du aber noch lange nicht. An DSHDW kommst du nicht vorbei. Uli, weißt du, was DSHDW ist? Nee, du, kein blassen Schimmer. Oh weh. Am besten ist wirklich, wenn wir alle noch eine Runde 1x1 lernen. Dass egal, was DSHDW auch ist, dass wir
auf jeden Fall das bewältigen können und dass wir das gut hinkriegen und dass wir nicht am Ende an so einer blöden DSHDW, was auch immer das ist, scheitern und irgendwie dann am Ende noch der Fluch auf mir bleibt. Und das wäre echt doof. Ich bin jetzt aber erstmal froh, dass wir zwei uns wieder haben, dass wir wieder vereint sind. Die Klasse wird sich auch freuen und ich denke mal, das ist schon ein Grund zum Feiern. Und DSHDW, ach komm, die Multiplikatora, die kriegen wir doch sowieso besiegt. Helft ihr mir? Viel Spaß. Aufgaben, wie immer. Tschüss.